Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida. Wir sind hier wieder in Transfer Fever 2 unterwegs. Und ihr habt mich beim letzten Mal erwischt, wie ich einige blöde Anfängerfehler gemacht habe. Aber zum Glück habt ihr mich alle darauf hingewiesen. Und ich werde die jetzt mal gerade eben abarbeiten. Vielen Dank dafür, liebe Leute. Sponsi, das war jetzt kein Fehler, sondern ein simples Übersehen. Ich habe hier tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Hier ist noch ein Wald in Harburg. Ich habe den nicht gesehen. Ich habe in der letzten Folge gedacht, oh, wo kriege ich denn hier noch Bäume her für das Sägewerk? Und dabei sind die direkt in der Nähe und ich habe es nicht gesehen. Krass. Ist aber gut versteckt im Wald, der Wald. Ja, vielen Dank. Das weiß ich jetzt und das werde ich dann irgendwann noch nachbauen. Wir wollten uns heute um was anderes kümmern. Ja, vielen Dank dafür. Dann hat Toddy mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich genau auch hier falsche LKWs eingesetzt habe. Ja, die hier. Die sind das. Moment mal. Doch, tatsächlich, ja, richtig, genau. Liebe Leute, es sieht so aus. Das System sollte so funktionieren, dass ich, dass diese LKWs hier von hier aus Bretter mit nach da oben nehmen. Da lassen sie es, da wird es umgebaut in Werkzeuge, da nehmen sie es wieder mit runter, damit dann diese LKWs hier die Werkzeuge nach Harburg bringen können. Aber das funktioniert bei diesen LKWs natürlich nicht. Das sind Drogenwägen. Die können das gar nicht transportieren. Das müssen wir natürlich ändern. Das hat Toddy erkannt. Vielen Dank dafür. Peinlich, peinlich. So. Ja, na gut. Okay. Und zu guter Letzt, Erik hat hier unten noch was gesehen in Fohlenstrauß. Da habe ich eine Linie angelegt. Oder auch nicht. Habe ich das? Nicht mal, nein. Ich habe nur eine Abladestelle gebaut hier. Genau, richtig. Da soll Brot geliefert werden hier von der Dampflok. Die fährt jetzt gerade leer, weil keine LKWs da sind, die das Zeug da rüberbringen. Oh mein Gott, das ist so ätzend. Sowas Dummes, echt. Straßenfahrzeuge. Gut, Brote packen wir hier rein. Ah, nicht so viel. Das glaube ich, brauchen wir nicht so viele. Verkaufen wir das wieder. Oh mein Gott. Also, das war nicht meine beste Folge, glaube ich. So. Gut. Okay. Und Tyresan hat mir da hinten noch ein paar gute Tipps gegeben hier für... Genau, diese Terminals. Ich schlage mich mit denen immer wieder rum. Immer wieder. So. Weil die drunter und drüber fahren, weil man das schlecht beeinflussen kann irgendwie, wo die woher fahren und welche Kurven sie da drehen. Und ich bin immer unzufrieden damit. Ich werde jetzt hier mal einfach ein bisschen dran rumbauen. Und gucken, was dabei rauskommt. Ob man das irgendwie besser machen kann, dass die nicht alle hier übereinander fahren. Vor allem, dass es auch irgendwie besser aussieht. Das hier sieht aus wie so ein komischer, gordischer Knoten und das ist einfach nicht schön. Er hat auf Discord schöne Screenshots von seinen eigenen Plattformen gezeigt und das sieht natürlich viel besser aus. Wer noch nicht auf Discord ist an dieser Stelle, kommt gern vorbei, schaut rein. Man kann sich dort schön austauschen über das Spiel. Gut, ich werde mich jetzt da mal ransetzen und da ein bisschen rumprobieren. Mal gucken, wie es hinterher dann aussieht. Und dann machen wir eigentlich das, wofür wir heute eigentlich hier sind. So, liebe Leute, so sieht das ganze Ding jetzt aus. Es ist nicht perfekt, aber ich finde, es sieht schon ästhetischer aus. Es läuft nicht mehr so ganz durcheinander irgendwie, sondern verteilt sich ja besser. Es gibt keine extra Schlaufen mehr und sowas. Was ich gemacht habe, ist jetzt, ich habe alles abgerissen, das Ding nochmal neu aufgebaut und nach Tyresans Tipp nur in eine Richtung ausgebaut. Normalerweise wäre an dieser Stelle hier noch eine Plattform gewesen. Die habe ich abgerissen, damit hier auf dieser Seite nur dieser Wendeplatz ist, wo die immer umdrehen und die dann, ja, und habe dann die Plattform nur noch in diese Richtung ausgebaut. Da kann man die Teile einfach besser verteilen. Und ja, ich finde, es sieht wirklich besser aus. Ich denke, ich werde das jetzt immer so machen. Also von den Linien her sieht es besser aus. Nicht von der Optik der Plattform her. Ich finde es einfach mega mistig, dass es hier nicht abgeschlossen ist. Und hier auch nicht. Also das ist wirklich Mist. Ich meine, ich hätte irgendwo mal eine Mod gesehen, wie da das dann besser aussieht. Und auch diese Zugänge hier besser aussehen. Das sind Einbahnstraßen. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Falls es jemand weiß, wie man diese Plattform ein bisschen schöner machen kann. optisch immer her damit. Ja, also wir wollen heute aber tatsächlich eine größere neue Strecke bauen. Und zwar von hier unten, genau hier, Werkzeugfabrik. Da sollen Werkzeuge nach da oben gelangen, damit die Wilhelmine, seht ihr das? Ja, wenn die Wilhelmine ankommt, oh, die fährt leer, ich hasse es. Ja, wenn die Wilhelmine ankommt, dass sie dann was von hier zu transportieren hat nach Südwesten, Südosten, so. Genau, da müssen wir planen. Wir haben hier schon mal ein paar Gleise. Diese beiden hier unten, die sind dafür vorgesehen. Wir müssen jetzt hier mal in diese
Höhenlinienansicht gehen. Und ich überlege mir das mal gerade hier. Da fahren wir runter. Hier irgendwie am Berg entlang. Ich würde sagen, wir nehmen Stockach mit. Ja, Stockach mit. Hier entlang. Werkzeugfabrik bis nach Bad Tölz. So, irgendwie. Mal gucken, wie lange ich mir das merken kann. Okay, machen wir das mal. Ich werde jetzt hier gleich schon mal den Bahnhof hinbauen. Der wird dann vielleicht Brot abbekommen, aber haben die nicht unten eigenes Brot? Doch, haben sie. Also, die werden kein Brot von hier oben bekommen. Soweit kommt es noch. Deswegen lassen wir da vielleicht den Güterbahnhof erstmal weg, aber wir bauen auf jeden Fall einen schönen Passagierbahnhof dahin. 240 Meter, würde ich sagen, wird nicht notwendig sein. Der Zug wird nicht so ewig lang sein. Nee, wird er nicht. Also bleiben wir mal bei 160 Metern. So, wie hat man das gesagt? Hier entlang. Und dann irgendwie hier vorbei. An der Kohle vorbei. Okay. Also die Ausrichtung ist doch schon ganz okay. Ja, einfach mal hinsetzen. Jo, gut. Buh. Gut, da können wir eigentlich von hier aus auch anfangen. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die Höhe hier nicht komplett unterschätzt. Wir sind ja auf 90 Metern. Wir sind da hoch auf 40 Meter. Aber gut, ach, das wird schon werden. Gucken wir mal. Ja, da hat er dort auch einiges zurückzulegen. Und dann auch steil bergauf. Oh mein Gott, und das bei einem Zug. Oh je. Wir lassen auch die Oberleitung mal noch weg für den Moment. Das brauchen wir jetzt gerade mal noch nicht. Oh, der schneidet richtig tief ein. Oh, das wird teuer. Gibt es denn da nichts Besseres? Und wenn wir keinen riesen Umweg haben wollen, hier hinten drumrum, gibt es glaube ich nichts Besseres. So, machen wir das mal so. Wir haben hier das rechte Gleis. Ja, da würde ich sagen, queren wir die Straße doch irgendwie. Da muss die Straße sich irgendwas überlegen. Da werden wir eine Brücke oder sowas bauen. Der Zug hat Vorrang, der geht hier durch. Ah, was machst du denn? Ach komm schon, also jetzt reicht's aber hier. Weg mit der blöden Straße. Das wird eine schöne Bergstrecke hier. Gut. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Und für den Moment reicht es auch aus, wenn er nur eine Strecke führt, entlang führt. Wir brauchen noch nicht unbedingt die Gegenstrecke da auch haben. Wir müssen es sowieso noch fertig machen. Es fehlt ja noch der weitere Weg bis zum Werkzeug hier. Beziehungsweise allgemein müssen wir erstmal hier dieses Bretterwerk hier versorgen. Das machen wir erstmal genau wie vorhin mit einer Werkbahn, würde ich sagen, darüber. Ja, das machen wir mal so. Gut, hier werde ich jetzt gleich dran denken, dass wir nur eine Seite in eine Seite weiterbauen und nicht die andere Seite nutzen. Das reiße ich dann gleich mal ab. Wir brauchen jetzt zwei Linien aber. Eine für die Bretter nach dahin und eine für die Bretter dann nach dahin. So, dann machen wir da auch... Wubala! Flugzeuge! Ist ja der Wahnsinn. Oh! Eine elektrische Werkbahn. Oh mein Gott, okay. Sehr schön. Alles voll mit Werkbahn. Krass. Wie weit geht das denn runter? Oh mein Gott. Okay, aber wir haben jetzt die Junkers. Die würde ich ja eigentlich auch ganz gerne nutzen. Die Tante Ju.
So. Jetzt haben wir in zwei Folgen zweimal Werkzeuge produziert. Wer hätte das gedacht? So. Aber gut. Wir haben halt einen großen Werkzeugbedarf. Unsere Leute sind begnadete Heimwerker. So. Wunderbar. Ich würde fast sagen, wir lassen die Straße nicht queren, auch wenn das ein bisschen Beschiss ist. Wir sollten die vielleicht... Ja, also... Es geht so, aber es ist ein bisschen Beschiss. Weil die einfach sozusagen die Stämme dann darüber werfen. Also eigentlich müssen sie schon überqueren, oder? Eigentlich schon. Ich denke da jetzt halt gerade an Stau und die müssen halt die ganze Zeit dann da über die Straße. Ach, wir machen das schon realistischer. Sie sollen es da nicht rüberwerfen. So. Und auf dem Rückweg nehmen sie dann gleich die Bretter mit. Ist das nicht schön? Gut, das könnte schon funktionieren. Und dann fehlt noch hier dieses Stück darüber. Da müssen wir uns gerade mal überlegen, wie wir das machen. Oh Gott, der Zug. Der Zug, der hat hier viel Berge zu erklimmen. Oh je, kriegen wir das hin? Der muss ja mitten über diesen Kamm hier rüber. Vielleicht war da tatsächlich ein kleiner Tunnel hier zwischen rein. Ja, das wird schon was. Hier vorbei. Und dann hier außen drumherum darüber. Also würde ich sagen, stellen wir da direkt den Bahnhof hin. Dann wissen wir, woran wir sind. So hier. Gebogene Bahnstation. Ah, okay. Ah, okay, das wollte ich letztes Mal schon ausprobiert haben. Das sieht ja cool aus. Gebogene Bahnstation. Ich ganz vergessen, dass ich das habe. Ja, das ist cool. Das muss ich irgendwann mal ausprobieren. Irgendwann. Nicht jetzt, aber irgendwann. Jetzt brauchen wir sowieso einen Güterbahnhof. Wo ist er? Da. Da hält der Güterzug an. Wir brauchen mindestens zwei Gütergleise und dann noch zwei Passagiergleise, wo dann der Passagierzug durchrauscht. Kriegen wir das irgendwie so hin? Ah, teuer. Machen wir das mal so. So. Hoffen wir, das reicht. Gut, ich baue gerade noch die zwei Gleise dran. Für die Passagiere dann. Die rauschen einfach durch. Brauchen keine Plattform. So. Gut. Das war mir gerade noch ein bisschen glätten hier. Ja, jetzt fehlt hier noch das Terminal. Uah. Das wird ja teuer, das darf doch nicht wahr sein, so ein Ärger. Ja, das wird leider nicht ganz günstig. Das liegt hier wirklich sehr blöd. Ah, hier geht's. Hier geht's. Gut. Gut, also das dürfte schon funktionieren. Dann wollen wir mal loslegen und die neuen Linien draufhauen. Von hier nach da. Das wird eine schöne Verbindung. Da können wir Rungenwagen nehmen, die hin und zurück immer schön was geladen haben. So, dann gucken wir, wie wir den zweiten Wald da dran bekommen. Ja, müssen wir mal schauen. Aber das Problem haben wir jetzt noch nicht. Das machen wir später.
Gut, also das funktioniert schon mal von hier nach da und zurück. Jetzt liegen die Bretter hier. Dann brauche ich hier eine Linie. Gut, die müssen jetzt natürlich, nee, die müssen, genau, die transportieren Bretter. Nur Bretter, sonst nichts. Also können wir auch wieder diese hernehmen. Gut, ausgezeichnet. So, dann sind wir jetzt schon hier angekommen. Das Werk kann theoretisch gleich loslegen. Jetzt fehlt eben nur noch die Zugverbindung. Und ich würde sagen, wir bauen hier auch gleich einen schicken Bahnhof hin. Mal kurz gucken, wie wir hier noch weiter verfahren wollen. So sieht das aus. Kommt hier an. Da könnten wir eigentlich noch ein Stück weiter nach Süden fahren. Weißensee. Bis nach Leimen rüber. Also wir machen hier eine schöne Verbindung darüber. Also setzen wir den Bahnhof am besten hier hin. Oder ich versuche hier, dass wir den gebogenen Bahnhof. Da muss ich allerdings hier einiges abreißen. Und das Haus ist leider recht teuer. Oh, liebe Leute, ich würde das aber gerne ausprobieren. Aber nicht, nee, nicht mitten in den Ort. Das wäre schön, aber ich will nicht zu viel abreißen, oder? Sollen wir das einfach mal machen? Was würde das denn kosten hier? Das 200.000. Ich muss ein paar davon abreißen. Wahrscheinlich den gesamten Straßenzug hier. Gucken wir nur kurz, wie das hier aussieht. Zwei Gleise. Das wird dann eben so machen. Aber andersrum, gebogen. So. Oh, nee, das wird eben ein bisschen knapp hier. Gut, dann lassen wir das mal lieber. Aber cool wär's. Da müssen wir uns hier jetzt keine Gedanken mehr um die Brücke da machen. Ach, nee, wir brauchen das jetzt nicht im Moment. Dann machen wir das ganz einfach so. Ja, wunderbar. Dann legen wir noch gerade mal ein paar Gleise dahin. Wobei die brauchen wir eigentlich eh noch nicht. Eigentlich geht es jetzt ja erstmal nur um diesen Zug hier, von hier aus nach Norden. Das hier kommt dann eben danach. Eins nach dem anderen, würde ich sagen. So, jetzt ist er hier wieder in diese Ansicht. Und das könnte ein bisschen haarig werden. Wir werden sehen. So, liebe Leute, die Strecke ist fertig. Ich habe jetzt einiges abschneiden müssen, weil die Folge sonst zu lang geworden wäre. Aber wir gucken uns das jetzt hier mal an. Es war wirklich nicht so einfach. Ich habe hier eine fette Brücke hinbauen müssen, um dieses Tal hier zu überwinden. Gucken wir da mal kurz rein hier. Ja, da ist hier so ein komisches Tal hier. Da braucht er halt die Brücke. Ich habe hin und her probiert und hier geht es auch nicht ohne diesen Einschnitt. Da geht es hier über den Berg und ja, ich habe diesen Bahnhof nochmal versetzt. Der stand zuvor ja hier. Und das hätten wir nicht geschafft, von hier oben auf 170 Metern, da unten auf 96 Meter runterzukommen. Also fast 80 Meter Höhenunterschied auf dieser kurzen Entfernung. Wäre nicht möglich gewesen, deswegen habe ich das hier so gemacht. Bahnhof nochmal verschoben. Der ist jetzt hier noch nicht angeschlossen, aber wir brauchen ihn ja jetzt auch noch nicht. Ja, und hier geht es dann eben so weiter. Es ist keine einfache Strecke. Aber gut, Hauptsache sie funktioniert. Ja. Damit ihr sie mal gesehen habt. Wir werden da mit Sicherheit auch mal durchfahren. Puh. Also das Stückchen hier, das bedarf dann schon einer etwas stärkeren Lok. Der ist dann voll beladen mit Werkzeug, wobei Werkzeug fällt jetzt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel an. Gut. Okay, das ist gemacht. Ich würde sagen, das will ich jetzt auch noch sehen, dass da die Lok fährt. Die müssen jetzt natürlich hier noch anschließen, dass sie da überhaupt an das Netz angeschlossen ist und einen Zug bekommen kann. Dazu bauen wir ein Verbindungsgleis rüber. Das hier brauchen wir sowieso. So.
Also rein theoretisch müsste die Lok, der neue Zug hier drauf kommen können und den wollen wir jetzt natürlich auch gleich kaufen. Geld ist da, genügend. Da kommt ja einiges an mittlerweile. 303 Wilhelmine, was tust du denn? Du meine Güte. Madame, wo steckt sie denn? Da kommt sie wohl gerade. Macht mittlerweile wohl auch so halbwegs Gewinne. Habt ihr Brot bekommen? Oh ja, ein bisschen was. Ich fasse es nicht. Jo, Wilhelmine. Die tauschen wir jetzt gerade mal aus. Kommt sie? Ist sie? Nicht, nein, wir tauschen die nicht aus. Wir kaufen eine zweite. Die schafft das alleine locker nicht. Da brauchen wir gleich ein paar mehr von. Eine zweite Wilhelmine. Gut, Geld ist auch genügend übrig für den nächsten Zug für die Werkzeuge. Wo haben wir unser Depot? Da. Okay, wir sind immer noch bei dieser Lok. 85 Kilonewton, die hier ist etwas schneller, aber die fährt dann über den Berg. Das dürfen wir nicht vergessen. Vielleicht nehmen wir aber gerade die. Ist ja eine relativ weite Strecke. Da ist es schon nicht schlecht, wenn die ein bisschen Zugkraft hat, würde ich sagen. Gut, an Wägen. Natürlich diese hier. Oh, nur 80 km/h. Das bringt da natürlich nichts wieder raus damit. Nehmen wir doch die hier. Oh, nicht doppelt. Also voll beladen wird sie nicht. Kapazität ist natürlich auch sehr, sehr wenig. Die Wilhelmine kann 80 tragen, also müsste die eigentlich auch schon 80 bekommen. Aber ich glaube, da müsste schon eine zweite dranhängen. Weil die alleine etwas schwach auf der Brust ist. Gute Leistung. Okay, damit sollten wir die Werkzeuge jedenfalls über die Berge bekommen. 8 Millionen kostet das. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Ist das so? Warum nicht? Müsste doch hier drauf kommen können. Ach, was ist denn los mit dir? Zug. Unmögliches Ding. Fahr doch wenigstens schon mal los. Vielleicht können wir. Achso, vielleicht hätte ich erstmal das andere zuweisen sollen. Komm mal her. Neue Linie. Vielleicht erstmal auf diese hier. Ach, so geht's. Okay. Ist jetzt drauf? Nein. Wunder. Okay, vielleicht hätte ich erst den anderen Güterbahnhof auswählen sollen. Diesen hier. Und dann darüber. Warum gehst du nicht da drauf, du Nase? Okay, wir können ihr aber sagen, sie soll schon. Okay, ich habe jetzt hier ein paar Linien angelegt. Dummerweise weg damit. Alles weg. Alles weg. Gut, dann können wir dem Christopher, den habe ich jetzt gerade so genannt, Kolumbus, weil er seinen Weg entdecken muss über die Berge. Mein Gott, du machst mich krank. Da können wir dem schon mal sagen, er soll wenigstens auf die Brotlieferung gehen. Okay. Brotlieferung, das ist schon mal wenigstens die richtige Richtung. Da findet er den Weg. Und jetzt können wir dann, während er fährt, schon mal kurz analysieren, was jetzt hier los ist. Der kommt jetzt hier an. Und was ist das verdammte Problem, einfach geradeaus weiterzufahren, du Nase? Er kommt hier drauf, von hier aus kommt er hier drauf. Achso, habe ich vielleicht am Bahnhof hier in der Mitte irgendwie ein falsches Gleis? Nee. Geht durch. Das ist eine Strecke, hey. Das ist echt eine Strecke. Wieso soll denn hier keine Haltestelle finden? Also sowas. Passt doch alles. Wunderbar. Weichen brauche ich hier sowieso noch nicht. So, vielleicht können wir ihn jetzt umstecken.
So, vielleicht können wir ihn jetzt auf die andere Linie umleiten. Muss ich, glaube ich, erst noch. Ja, muss ich erst mal neu erstellen. Ja, theoretisch. Theoretisch müsste das funktioniert haben. Nee, es hat nicht funktioniert. Warum nicht? Was ist los mit dir? Findet keinen Weg. Also, das ist doch. Es fährt ja eh in die falsche Richtung. Du machst mich krank. Du hättest. Aha, fahr mal. Dreh mal um. Kein Weg. Kein Weg irgendwo hin. Ha, du blödes Ding. Jetzt fährt er erst seinen ganzen beknackten Weg. Wobei, es macht nichts. Der Christopher kann ja auch Brote transportieren und da sind ja viel zu viele Brote gerade im Moment. Er kann also eine Fuhre Brote mitnehmen. Darüber. Aber dann irgendwo hier ist, da kann man immer noch umleiten. Ich kapiere einfach nicht, warum er nicht auf das andere Gleis will. Es passt doch bis hier. Ab da passt es auch. Wir haben uns gerade alles angeguckt. Trottel nicht. Gut, den müssen wir beobachten, liebe Leute. Und ja. Wäre eigentlich nicht schlecht, wenn das schneller gehen würde, damit da unten die Werkzeugfabrik schon mal anfangen kann zu produzieren. Aber wir können uns in der Zwischenzeit hier mal angucken, wie das hier klappt. Wir haben hier 400. Die Rate sieht wahrscheinlich deutlich geringer aus. 116. Na gut, der war großzügig, war klonen, würde ich sagen. Massenklonen. Alles raus. So. Tier können 111. Die werden auch einiges mehr gebrauchen, aber das dauert noch ein bisschen, bis das alles sich eingefahren hat. Das machen wir später. Sobald hier die Werkzeuge sich stapeln, können wir das immer noch machen. So, wie sieht es denn hier aus? Ja. Ist okay. Gut, also rein theoretisch ist auch dafür gesorgt, dann, dass die Werkzeuge dann hier hochkommen. Rein theoretisch. Und von der Wilhelmine mitgenommen werden können. Wieder zurück. Bis nach Ibbenbüren. Oh, das, genau, da fehlt was. Liebe Leute, die Wilhelmine, die fährt im Moment nur bis hierhin. Die soll natürlich weiterfahren, sonst nimmt sie keine Werkzeuge mit und dann hätte das alles nichts gebracht. Wir brauchen hier einen Güterbahnhof. Einen Gütersteig. Das wollen wir schnell gemacht haben. Und dann machen wir einfach hier eine Schiene ran. Und eine Plattform. Was jetzt? Donnerbüchse. Ja, super. Gucken wir uns vielleicht nächstes Mal mal an. Hier brauchen wir Gleise. Nein, geh mal weg. So, der Christopher nimmt jetzt Brote auf. Kollision. So geht's. Wir haben noch ein Signal drauf. Okay, also soweit so gut. Das sollte jetzt passen. Jetzt müssen wir noch die Linie verlängern. Achso, hier fehlt auch noch eine Weiche. Achso, jetzt wo der Christopher Brot geladen hat, wollen wir den natürlich nicht auf der anderen Linie stecken, weil sonst verliert er das ganze Brot. Der muss also die gesamte Strecke bis vor und Schausen, wie das da hinten heißt, durchfahren. So. Aber wir behalten ihn im Auge.
Okay. Da haben wir die Brotlieferung. Gib mal her. Also, ich fahre bis jetzt nur hier hin. Vor den Strauß, auf dem Rückweg dann direkt durchfahren. Bis hierhin. Passt soweit. Und dann soll ich hier wieder anhalten. Okay, warum? Warum, mein trotteliger Freund, fährt er nicht auf das andere Gleis? Oh, der muss auf die andere Plattform, ist eigentlich klar. Ha! Super! Es passt, wunderbar. Ja, es ärgert mich halt jetzt wahnsinnig, dass die Werkzeug der Fabrik der jetzt noch nicht produzieren kann, vorproduzieren kann, bis der Christopher endlich ankommt. Ist er das? Oh nein, er braucht ewig. Komm, fahren wir ein bisschen schneller. Die Folge ist eh schon ein bisschen lang. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen was wegschneiden müssen von meinem Bauspaß da hinten durch die Berge. Da kommt er an. Ne, ist er gar nicht. Das ist der Eduard. Oh, der macht zwar Gewinn, aber er fährt trotzdem nicht so gut besetzt. So, da kommt der Christopher angedampft. Ach Gott. Oberleitung. Warum ist denn da eine Oberleitung hingekommen? Mach die mal weg. Der Christopher braucht die nicht. Ah! Die bedanken sich über die Oberleitung. Oder sie protestieren. Man weiß es nicht. So, jetzt muss er wohl aufpassen. Jetzt läuft er dort ein, wo er einlaufen soll. Und wo er sagt, er findet keinen Weg. Wahrscheinlich findet er immer noch keinen Weg, weil das Problem wahrscheinlich nicht hier liegt, sondern irgendwo weiter unten. Ich habe irgendwo irgendwas vergessen. Aber wir werden gleich mal sehen. Er wird jetzt ausladen hier. Und dann schicken wir ihn gleich auf die neue Linie hier runter. Über die Berge. So, also. Halt! Du machst mich gerade. Es geht doch! Warum hat er nicht gleich gesagt... Warum... Ich will nicht drüber nachdenken. Aber er dampft jetzt jedenfalls los. Auf die neue Strecke. Rein theoretisch müssten die Werkzeuge dann auch schon produziert werden. Ja komm, geh mal weg. Das wollen wir jetzt nicht. So. Wie schaut's aus? Finden wir da einen Abnehmer? Ja, er hat auf jeden Fall schon rausgeworfen. Versendet. Ich bin Büren! Tatsächlich. Das funktioniert. Ich bin Büren ganz hinten, hinter sieben Hügeln und bei den sieben Zwergen oder was. Da kann er die Werkzeuge hinliefern. Ausgezeichnet. Ich habe da vollstes Vertrauen, dass sie das hinbekommen. Es scheint zu funktionieren. Und da müsst ihr dafür sorgen, dass da auch noch mehr Werkzeuge ankommen. Hier geht's schon los. Weiter stapeln sich. Ich würde sagen, wir kaufen ja gerade noch ein paar neue. So. Liebe Leute. Ja, liebe Leute. Das soll es für heute gewesen sein. Gucken wir noch kurz, wo der Christopher gerade rumdampft. Fahren da noch kurz 3 Meter mit. Ah, sehr schön. Ja, liebe Leute. Das war jetzt eine große Sache. Ich habe jetzt ein paar Folgen schon drüber gesprochen, dass wir das machen wollen und es war auch echt etwas anstrengend. Aber gut, es ist ja auch eine schöne Strecke und wir werden da bestimmt auch mal ganz mitfahren. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und Abend und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Lucida. Tschüss.